So, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Factorio Bob's Angels Mods. Ich muss mich wieder zusammenreißen, ich glaube Space Baron zu sagen. So, und ja, ich habe den Ölaußenposten jetzt fast fertig. Wo sind sie? Da sind sie, die Pumpjacks. Ja, es fehlt dann nur noch die Pumpjacks, die alle zusammen popeln. Schön, dass die jetzt grün hervorgehoben werden. Da muss man nicht so unglaublich viel raten. Ist da jetzt noch irgendwo was? Passt. Wunderbar. Ich war gerade zwischen den Folgen ganz kleines bisschen panisch, weil ich mir nicht sicher war. Habe ich eigentlich genug Stahl, um jetzt noch einen Zug zu bauen und B, Motoren für Pumpen, weil das brauche ich auch. Stellte sich heraus, ich habe gerade so noch genug Motoren, also reine Motoren tatsächlich, im Logistik-Netzwerk gehabt. Das hat also ziemlich gut hingehauen. Aber ja, es war so ein bisschen hoffentlich wird das was. Und ich habe keine Kohle dabei. Ja gut, ich kann aus Fall einfach welche rausnehmen. Genau, überlegen. Moment. Wo sind sie? Ich hab im Prinzip den Zug schon zwischen den Folgen fertig gecraftet. Bin ich blind? Irgendwo müssen sie doch sein. Das sind die Pumpen, da sind die Fluid Wagons. So. Na, wir machen einfach zwei Fluid Wagons, knallen da das ganze Multiphasenöl rein und dann hat sich das. Was ich eigentlich noch ganz gerne hätte, wären ein paar Lagertanks. Am besten was schön Großes. Können wir nicht. Hab keine Stonebreaks. Gut, dann machen wir halt einfach 1, 2, 3, 4. Davon ist auch ordentlich Lagerkapazität. Und dann muss das halt nur noch alles hier zusammengepopelt werden. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, hier einen Bahnhof für Öl, für Rohöl zu bauen. Einfach nur, weil es relativ lächerlich ist, hier rumzufahren, hier zu halten, das Öl rauszupumpen und das Öl dann halt wieder hier hochzuleiten. Das ist einfach nur doof. Deswegen machen wir das nicht. Sondern da. So. Ja, okay, das Ding steht im Weg. Ist auch nicht so schlimm. Ist tatsächlich nicht schlimm. Das Stromnetz steht anscheinend immer noch. Ja, das war jetzt ärgerlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell Erdöl so ein großes Problem wird. Ich hatte schon zwischen den Folgen gedacht, mache ich vielleicht erstmal, schließe ich erstmal dieses Ölvorkommen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so plötzlich super dringend wird. So, können wir gleich anschließen. Die Sachen kommen dann hier. Gemeinsam rein. Und dann wird es hier über die Pumpen reingeleitet. Wunderschön. So, noch ein paar Medium Power Poles. Und Erdöl fließt. Schön. So, das Ding braucht jetzt noch ein bisschen Treibstoff. Deswegen klaue ich hier mein 200er Stack Kohle. Das reicht erstaunlich lange. Züge sind ziemlich effizient. Effizienzgradient steht hier gar nicht. Interessant. So, Pump. Wird auch schön voll gepumpt. Das ist gut. So, jetzt kommt nur das Lustige. Ich kann auch rückwärts fahren. Gut. Ich hatte schon befürchtet, jetzt muss ich schon wieder die ganze große Runde fahren. Nö, ich fahre einfach rückwärts. Genau, ich will im Prinzip jetzt noch hier die Strecke nach Süden führen. Hui. Einfach nur, weil es ein bisschen weniger lächerlich ist. Stort. Und dann baue ich den Bahnhof, schätze ich mal, hier so hin.
Wir verbrauchen übrigens sehr viel Stahl, glaube ich, gerade dadurch, dass wir so viele Schienen bauen. Die müssen ja irgendwann nachgecraftet werden. Nicht in die Mauer fahren. Das wäre jetzt doof. Ja, das wäre jetzt doof. Und was haut das überhaupt hin? Überhaupt hin? Ich muss ja auch. Andererseits, weiter kommen wir ja, glaube ich, gar nicht mehr hin. Nicht wirklich. Ja, die Beiterbasen muss ich noch ausräuchern. Mache ich noch. Aber das hier alles zum Beispiel. Ich mache jetzt hier einfach mal ein richtig schön großes Loch in die Mauer. Und hoffe, dass die Beiter nicht mehr kommen. Also wir knallen in diesen Zug immer 3000 Rail rein. Jetzt sind da nur noch 2000 drin. Ja. Und ich war. War ich zwischendurch im Depot? Weiß ich gar nicht mehr. Also, wie gesagt, Schienenlegen ist teuer. Aber ja, es lohnt sich irgendwie auch schon. Weil Züge halt super cool sind. I like Trains. Ups, Kabel im Weg. Jetzt können wir hier nämlich die Schleife rummachen. Hier kommt der Bahnhof hin. Deutlich kürzere Strecke. Ich muss mir nur überlegen, wie ich da Brennstoff für den Zug hinlagere oder hinbringe. Ja. Naja. Roboports? Hier oben haben wir noch gar keine Abdeckung, glaube ich, ne? Naja, obwohl, soweit ist es nicht. Machen wir hier noch zwei Roboports hin, dann müsste es eigentlich fast sein. Ich glaube, ich habe gerade vier in der Tasche, weil ich immer wieder welche gebaut habe und dann abgerissen habe. So. Mal kurz gucken, wie ich das hier am besten anknüpfe. Passt perfekt. Jetzt hätte ich es geplant. Jetzt hätte ich einen Plan. So rum. Und dann noch der Train Stop. Haben wir echt viel mit Zügen jetzt gemacht. Was ich gut finde. Ich mag Züge. Okay. Dann brauchen wir zwei Pumpen. Zum Rauspumpen. Ich glaube, so ist okay. Ich hoffe, so ist okay. Wenn nicht, werden wir es gleich sehen. Na, dann baue ich halt eins weiter nach links, damit ich den mit einem. So. Besser. Gefällt mir besser. Ja, ich habe 5 Roboports Mark 1 in der Tasche. Toll. Weil dann liefern wir einfach Solid Fuel hin. Wir werden davon nicht unglaublich viel verbrauchen. Wie gesagt, Züge sind relativ effizient. Die Strecke ist nicht sehr weit. Es ist nur halt einfacher als jetzt hier. Naja, gut, Kohle ist sogar sehen sogar ein bisschen was da, aber es ist einfacher als hier Kohle hinzuliefern oder so ein Käse. Dass der Abstand zwischen zwei Roboports nicht genau ein großer Powerpole ist, ist so ein bisschen störend. So, angeschlossen. Gut. Oh, guckt euch das an, wie viel Strom die Dinger fressen. Okay, ich habe jetzt einen ganzen Haufen. Wahrscheinlich müssen die jetzt alle aufgeladen werden, ja. Deswegen fressen die gerade so viel Strom. Geht gleich wieder runter. So sieht's aus. Genau, wir können jetzt hier eine Requester-Chest hin. Und so, und dann requesten wir mal Solid Fuel.
100 Blöcke, wovon wir aktuell auch nicht viel haben, weil wir keine Kohle, weil wir kein Öl haben. Ich glaube, davon haben wir sogar noch ein bisschen was übrig. So, haben wir, gut, nächster Schritt, Lieferung des Erdöls. Ups. Ich hoffe, das ist jetzt richtig angeschlossen. Multiphasenöl können wir einfach hier unten reinstopfen. Ist relativ simpel. Nee, das muss so. Dann machen wir das so. Wenn man so. Also gelegentlich läuft sie ja anscheinend durch. Aber das ist nicht schnell genug. Wir brauchen so viel Erdöl. Ah, ja. Okay. Okay. So, wenn jetzt hier oben Multiphasenöl ankommt, dann ist alles angeschlossen. Ja. Sehr gut. Dann ist das jetzt fast fertig. Cool. Ja, die Butterbasis werde ich zwischen den Folgen jetzt gleich ausräuchern. Tschu-tschu. Es gibt tatsächlich noch einen Weg hin. Ist nur ein richtig doofer Weg. Ich muss die Schiene noch ein bisschen fixen von Hand. Aber das sollte gehen. Bremsen, 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 bremsen. Moment, links. Also dahin. Ich muss immer überlegen. So, und so. Muss ich, ja, genau, das Signal ist invalide. Das ist ein Block. Machen wir hier noch ein Signal hin. Dann ist nämlich das hier ein Block. Und das ist ein separater Block. Sieht okay aus. Gut. Erste, Grayson Brewer. Inventory full? Cargo Inventory. Ich glaube, das geht nicht mit Flüssigkeiten, ne? Und Fluid full gibt es irgendwie nicht. Multiphasenöl. Ja, jetzt such mal in dem ganzen Gedöns hier Multiphasenöl raus. Multiphasenöl. Da. Weil das ist ja das, was wir tatsächlich aus dem Boden raus zuzeln. Größer als, da passen jeweils 25.000 rein. Dann machen wir mal 40.000 die Grenze. Dass der Zug praktisch fast voll ist, sagen wir so. Oder Time passed. 2 Minuten. Genau. Und dann, oh Gott, wie heißt der? Knives Run. Kann ich da irgendwann dann. Oil Delivery. Einfach nur weil. Ja, die Zielbahnhöfe habe ich schon ganz gerne benannt, damit ich weiß, was das ist. Fluid Count. Multiphasenöl. Kleiner als 10. Ja, bis das ganze Zeug gerade raus ist. Achso, jetzt muss ich den noch anmachen, ne? Block voll? Ja, der Block ist belegt. Okay. Du kannst zurück zur Final Station fahren. Wah! Ha! Aufgesprungen.
50.000 Rohöl. Na, das wird doch unsere Industrie mal wieder schön auf Trab bringen. Gluck, 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 gluck. Sehr schön. Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Ah, und ich habe eine Sache vergessen. Ich will da natürlich mir einen Radar aufstellen. Doof. Okay, dann nehmen wir einfach den Zug. Dauert nicht mehr lange, bis der wieder abfährt. Tut, tut. Oh. Ah, interessant. Der kann nicht so schnell leer gepumpt werden. Interessant. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich den Lagertank komplett voll gemacht. ja, das ist ein schönes Problem. Nee, nicht ganz. Aber es hat eine Gewalt. Also, ja, Flüssigkeiten in Factorio sind halt so. Nee. Eher so wie dickflüssiger Glibber. Dauert eine Weile, bis sie sich verteilen. Ja, ich sehe gerade ein kleines Designproblem. Ist okay. Das fixe ich gleich. Das ist aber ein bisschen doof. Wie wendet er jetzt? Wendet er durch den Bahnhof durch? Nee, kein Bahnhof frei. Ansonsten könnte er hier, wenn hier noch ein Bahnsteig frei wäre, dann könnte er da wenden. Er muss jetzt hoch zu dem Kohle-Ding und da wenden. Hui. Das ist doof. Aber eine schöne Rundfahrt. Komm, nicht, machen wir schön schwarz, weil du Erdöl transportierst. Obwohl Erdöl ja ganz, ganz unterschiedliche Farben haben kann, ne? Es kann ja sogar so reicht so dunkelrot sein. Ah, hier wollte ich hin. So, also, wir wollen von hier nach da. Genau so. Dann ist dieses Signal hier Blödsinn. Muss hier noch was machen? Nee, ist okay. Nuclear Fuel Processing geht jetzt hoffentlich langsam weiter. Ich vermute mal, dass diese Forschung auch stehen geblieben ist wegen der ganzen Soße mit dem Erdölmangel. Packe ich jetzt erstmal ein Radar hin. Private Station. Das ist der hier. Circuit Condition. Los! Zack, zack, schnell. Ich habe noch einiges vor. Ja, diese Beiter hier muss ich auf jeden Fall wegräumen. Also ich glaube, die Dinger produzieren nicht unsagbar viel. Naja, 9 Pollution ist schon ganz schön ordentlich. Aber es ist jetzt nicht unsagbar schlimm, wie hier zum Beispiel. Da verarbeiten wir ja die Erze auch noch. Das ist ein schneller Zug. aber ich werde sie trotzdem mal draus räumen, weil Lasergeschütztürme, die feuern, auch haufenweise Strom verbrauchen. Und wir sind noch nicht im Stromhimmel. Noch nicht. Ich werde jetzt mal kurz. Ne, nein. Ich werde mal kurz bei Research Queue reingucken, ob es jetzt ein bisschen besser funktioniert. Ich fand das ja vorher so ein bisschen unpraktisch. Weil ein paar Sachen würde ich gerne erforschen. In nächster Zukunft. Da wäre es ganz schön, wenn das automatisch durchlaufen würde. Zum Beispiel Artillerie.
Dafür müssten wir eigentlich alles haben. Dauert auch ewig zu erforschen. Na toll. Armored Railway. Vielleicht sogar Stufe 2. Obwohl, dafür brauchen wir Tungsten. Vielleicht nicht. Character Logistic Trash Slots. Autocharacter Logistic Trash Slots will ich auch ganz gerne mal haben. Character Inventory Slots. Weil wenn wir durch diese... Artillerie kostet auch 2000. Wow, das ist wieder ziemlich lange Forschung. Holla die Waldfee. Dann würde ich tatsächlich ganz gerne Uranmunition ist auch gut. Was machen wir gerade? Personal Laser Defense. Genau, ich würde gerne Vehicle Laser Equipment, Laser Defense Equipment erforschen. Genau. Das ist, also, in Vanilla Factorio kann man sich ja in seine Power-Rüstung Laser-Equipment einbauen und dann schießen kleine Laserstrahlen auf alle Gegner, die in der Nähe sind. Ganz automatisch, man muss nichts machen. Und das gibt's halt mit Bobs Mods auch für Fahrzeuge. Und das ist super nützlich. Ich hab's schon einmal ausprobiert. Definitiv ziemlich cool. Wir werden dafür aber unsere Edelsteine verarbeiten müssen. Wir haben ja einen Haufen Edelsteine, wir machen nur nichts mit ihnen. Das werde ich dann halt mal ändern. Genau, wenn wir Artillerie haben, schalten wir auch Artillerie Wagons gleich frei oder müssen wir die noch extra erforschen? Weiß ich gar nicht. So, das wären meiner Meinung nach erstmal die ersten wichtigen Sachen. Boah. Klingt erstmal gut, wird eine Weile dauern. So sieht's aus mit Stahl. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob wir das gefixt haben. Das Vorkommen hier ist fast leer, das ist gut. Beziehungsweise, eigentlich müssen wir ja hier hingucken. Oh, sehr viele Steine. Crude Oil. Wir verarbeiten gerade kein Crude Oil, weil wir zu... Wow. Wir haben zu viel Nafta. Das ist interessant. Wie kommt das? Okay. Oh, Moment. Oh, ups. Wir haben keine roten Katalysatoren mehr. Das ist ein Problem. Das liegt an dem Umbau, da habe ich was verpennt. Ich brauche sowieso mehr Splitter. Upsi. Mein Fehler. Wer ist noch sonst? Wow, wir haben zu viel Nafta. Ist fast so wie das Problem, zu viel Eisenerz zu haben. Es ist so... Luxusprobleme. Ach, guck dir diese ganzen Rohstoffe hier an. Schön. Genau. Hier läuft's lang. Okay. Machen wir das mal folgendermaßen. Hier kommen die Dinger nach oben. Und damit die Grünen halt nicht verschwendet werden, machen wir es so.
dass die Hälfte, also wenn mein Grüner gebraucht wird, die Hälfte von hier und die Hälfte von da kommt. Das heißt, hoffentlich ist dieses Förderband irgendwann mal leer. Wofür brauchen wir die Dinger überhaupt? Ah ja, hier, glaube ich, oder? Nö. Ah, und deswegen haben wir auch keinen Dingsbums produziert. Dafür brauchen wir nicht zwangsläufig Erdöl. Wir brauchen nur Katalysatoren. Ach so. Jetzt verstehe ich einiges. Das heißt, die Erdölsache war jetzt doch nicht so super dringend, aber irgendwie schon. Wo brauchen wir eigentlich grüne Katalysatoren? Das habe ich, glaube ich, letzte Folge schon gefragt, oder? Ah, hier. Ah, rote Katalysatoren. Natürlich auch ein Weg, um Eisenerz zu verbrauchen. Und jetzt springt die ganze Fabrik wieder zum Leben. Schön. Ach, hier fehlt Methanol. Okay. Prozesse hier oben müssten jetzt auch bald wieder anspringen. Oh, wir haben 39.000 Residual Gas. Hübsch. Damit können wir ja ordentlich was machen. Wir haben genug Lubricant. Ah, schön. Es läuft wieder. Die Prozesse hier springen jetzt auch wieder an. Das heißt, dass wir Polyethylen und daraus flüssiges Plastik produzieren. Sehr gut. Und ja, die Raffinerien kreischen wieder. Schön. Glaube ich. Ja, ich glaube, ich mache hier erstmal einen Cut. Und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Auf jeden Fall wünsche ich einen schönen Tag noch. Ich werde zwischendurch wieder weiterkillen gehen. Yay. Bis dann.